Wieso wollen die alle immer mich töten? Da man aber. Jawohl. Hast du wirklich schneller zugegriffen? Ich war aber ein schneller. So, jetzt machen wir den Schatten. Viele auf. Hände. Achtung, komm, jetzt singen wir wenigstens. Fortgesehen. Oh, du fröhlich. Ach, ist das schön. Du selige. Das mal bei, das Bild. Garten. Das ist mein Lieblingszimmer. Weihnachtszeit. Junge, jetzt aber schnell. Komm mal denn hier am schnellsten rum. Hier rum, ne? Pass ich hier durch? Jo. Schwimmt denn hier im Wasser? Im Gebüsch. Ich sehe schon Gespenster. Jetzt müssen wir auch schnell und aufpassen. Weißt du, was ich denen zutraue? Dass die am nächsten Seeposten warten. Am Außenposten. Ja, das sehen wir dann, ja. Ah, wir haben schnelles Schiff. Ja, war schneller als das Schaulüppchen. Nochmal gucken. Keine Schaluppe in Sicht. Was ist denn der schnellste Weg? Da, wo du her schwimmst, Stefan? Das weiß ich nicht. Könnte sein. Na, hier passt man ja nirgendwo drunter her. Aber da ist auch ein Hai im Wasser. Haifisch. Habe ich doch richtig gesehen, gerade wo ich reingesprungen bin. Ja. Ah, ist jetzt echt weit, ne, der Weg. Ich warte auf jeden Fall, bis ihr an Bord seid. Dann springe ich wieder ins Wasser. Meinst du halt immer, einer sollte aufpassen, ja, meint er. Ja, ich passe auf jetzt. Ich bleib hier. Ich gehe auch auf den Ausguck. Wurscht. So. Schatz, kann man mal hier sehen. So muss das looten. Ich hab dir schon mal gesagt, leg dich nicht mit den Crabs. Genau. Die letzten haben alle bitter bezahlen müssen. Im Moment haben wir eine gute Strähne, Junge. Ja. Leg dich nicht mit den Crabs an. Wenn das so weitergeht. Hier ein Zeug rumsteht. Ja, ich sag ja, ist furchtbar, ne? Hör mal, stehen auch wieder so kleine Sachen rum, nicht ne? Ja, doch, Kelche und Timo, da pack doch mal die. Ach nee, da. Ach, guck mal hier durch, Olli, hier kannst du auch durch. Wo ich sehe dich aber nicht. Hier. Wo? Ja, ich sehe dich. Ja. Dann kommst du hier durch, dann bist du schon direkt am Schiff. Tatsache. Boah, da stehen auch Millionen Kannen rum und so. Ja. Tatsächlich wieder Schädelkannen, Junge, ich weiß nicht, was alles da rumsteht, ey. Wir haben direkt hier vor den Nasen Außenposten, kann das sein? Ja, da stehen die auch mit der Schaluppe, weil die Geld verdienen wollen. Aber hin müssen wir trotzdem hierher paddeln, ne? Ja. Ja, ich finde doch hier schon manchmal den Schatzkammer-Eingang, da ist er doch. Dann nehme ich den mal mit. Oh Junge, guck dir mal allein die ganzen Kästchen, die hier rumstehen, silbergolden. Ich schlepp das jetzt erst hier zum Eingang so. Na, ich helfe euch nochmal ein bisschen. Timo, schleppst du auch mit, ja, ne? Ja, ich komm jetzt wieder. Ja komm, das dauert sonst echt zu lange. Da kriegen die auch Zeit. Festungsschießpulver fast, da ist er tatsächlich. Mal wieder. So. Das ist echt noch Unmengen an Zeug hier, dort glaubst du gar nicht. Boah, was ein paar Dreckschweine, anstatt die mal fragen wegen Koop oder so. Ja. Allein dafür hatten die den Tod verdient, doch. Ja, auf jeden Fall. Aber was eine geile Falle, ne? Dass wir vor der Kanone standen, die kann.
die Bahn in ihr Verderben, jo. Das her, hierher. Und? Auf jetzt gleich. Was war das? Ich besorgt sein. Linke Kanone, kannst du dich auf die Insel mitschießen. Aha. Mal. Timo, hier stehen die Kästchen alle, ne? Ja, ich. Ich hab die alle hier in den Eingang geschleppt, so. Da stehen auch so die Schmuckkästen. Aber jetzt haben wir gleich weg. Dann kommt, die Welt ist in Veränderung. Dann hat unter Samsung-Monitor auch eine kosmetische Veränderung. Die Welt ändert sich. Sammle keinen Loot ein, geh nicht über Lob. Den Spruch muss auswendig lernen. Und wenn ich das nächste Mal im Tresen einer ansammelt, lässt du den einfach los. Die Welt ist im Wandel, Junge. Und dann aus meiner Reihe. Oh. Guckt er sich vor wie bei Pulp Fiction, du. Die Welt ist im Wandel. Was schleppt er? Hier ist auch noch ein schönes kleines Willst du den ganzen Sprengstoff auch wieder mitnehmen? Nicht? Ja. Gibt ja nichts. Was? Ja, weil. Ich meine auch, das gibt doch gar nichts. 200? Pro Fass? 200? Ich bin dafür, dass wir jetzt mal uns ganz schnell zum Außen verscherbeln. Ja, hau mal ab. Wir haben alles, ne? Ja, das letzte Schmuckkästchen habe ich gerade mitgenommen. Okay. Juhu! Loot! Da hinten leuchtet doch schon der Außenposten. Ja, das ist er ja auch. Der ist ja direkt da. Okay. Mal sehen. So, Ruder ist nach Steuerbord hart eingeschlagen. So, können wir Ankerlicht, ne? Jo. Jetzt aber wenigstens in der Verkaufsbude. Erstmal irgendwo rum. Ja, sonst macht er ja einen riesen Schlenker. Und auf geht die wilde Fahrt. Besser noch drin gelassen, hätten wir uns auf der Stelle gedreht. Wo müssen wir denn hin? Ja, nach hinter uns. Ach, nach hinter uns. Nach hinter uns? Was ist das für ein Deutsch? Ja, jetzt ist es rechts neben uns. Nein, sag nach hinter. Das sag ich hinter muss, nach hinter. Ja, hinter. Ja, wie, was? Ich habe mal früher gesagt. Ja, nach Ost. Nach hinter. Ich geh mal hinter. Ich geh mal nach oben, guck, ob da irgendwelche schönen Mästen zu sehen sind. Masten. Ja, das ist eine gute, ganz gute Idee. Auf jeden Fall. Haben wir uns genug gedreht? Dann sage ich nämlich direkt, wir fahren einen weiter. Wir haben auch wieder super Wind. Wir haben super Nebel. Ja, da machst du nix. Nebel im Sturm. Da machst du nix. Aber gedreht haben wir es echt genug. Ich sehe gar nichts leuchten. Mach keinen Krach, Junge. Mach keinen Krach. Bist du verrückt? Kein Krach. Meinst du, der Kraken kommt? Ja, der kommt. Wenn der wüsste, was wir am Schiff haben, kommt der auf jeden Fall. Und dann sagt der Junge, was hast du in Luft? Nee, die zwei sind, glaube ich, auf eine ganz andere Welt gelandet. Ich traue mich da schon gar nicht zu atmen, ey.
So, wir müssen auf jeden Fall rechts anlegen. Ja. Bisher sehe ich noch nichts. Da hat sich jemand versteckt. Och, ich kann die Fackeln schon sehen. Da kommt sie wieder, sie läuft wieder ein, nach gleicher Feinfahrt, die ML. Mit dem Laderäumen voller Gold. Haaren. Ist alles clean hier. Clean. Alles clean. Ich besetze mal den Ankerspiel. Hatte schon das Ding da vor uns, ja, ja, ne? Ja. Also hier, ja, der, ja, steht. Ja, den nehmen wir einfach. Ich würde sagen, den nehmen wir. War schnell. Ja, ja. So, die Herren. Es darf verkauft werden. Nein! Da ist ein Schiff! Was? Ja. Ja, da ist eins. Komm an Bord. Ankerlichten. Da ist tatsächlich eins. Ein ganz kleines. Konnte ich nicht sehen vorher. Ja, das sind die wieder. Das können die sein. Komm an Bord. Ich hole einen Anker hoch. Steuerrad ganz nach rechts. Ja. Ich hole das Steuer nach rechts. Ja. Oder hab ich. Okay. Ich hab's dir gesagt. Kanonen in der Tasche? Ja. Gut, dann fahre ich nämlich jetzt langsam um die Insel rum. Ja, ich meine, warte mal, vielleicht ver... Ganz wenig Segel? Nee, warte mal, ich... Erstmal den glitzernden Scheiß bringe ich unter Deck jetzt hier. Stand nämlich noch ein Kästchen. Die ganzen dicken, wichtigen Truhen, ey. Ich pack alles mal nach unten erst. Wenn die wüssten, was wir im Schiffsbau haben, noch. Aber jetzt hier quer über Meer segeln ist auch scheiße wie in dem Kraken, ne? Nee, machen wir auch nicht. Da ist noch eine Glitzerkiste. Muss ich auch noch. Hier, die hier. Die funkelt nämlich auch schön. Ja. Also Fracht ist komplett unter Deck. Ich stehe garantiert hier beim Schädelfrau in der Ecke und wartet eine Reihe. Hier, ran an die Kanone. Kommt ja, jetzt nicht. Bin dran. So. Mal rein damit. Warte, ich hole die Kugeln. Schieß, wenn es sicher ist. Hast du getroffen? Ich habe den getroffen. Du kannst auch einen Steg getroffen haben. Ich stehe nämlich hinterm Steg. Du hast den Steg getroffen. Muss mal ein bisschen Fahrt haben. Ja, sonst klettert noch einer uns an Bord, genau. Klar, sicher. Ein bisschen Segel brauchen wir. Wind steht eh scheiße. Denk da, du kannst jetzt schießen, wenn wir um den Steg rum. Das war jetzt. So, und jetzt geben wir dem Kasala. Fällt, oder? Immer mal nicht. Ich bin aber einer der Sniper.
So, dann drehen wir einmal komplett, ne, genau. Jetzt mal ein bisschen Segel weg. Wir sind auf der Insel, da hat einer gesnipert, Leute. Ja, lass ihn doch snipern. Wir müssen erstmal die... Aber wir können hier nicht verkaufen, das wisst ihr. Naja. Ach, ihr bleibt doch erstmal locker. Wir sehen doch mit der... Weißt du... Hauen die ab. Das sehen wir ja auch in der Meerjungfrau. Warte, lass uns, wir kommen doch jetzt gleich in Schussposition. Hast du Kanonenkugeln geholt? Ja. Jawohl, jawohl. Der sinkt doch, der ist weg, der ist weg, der sinkt. Der sinkt. Mein Gott, was sind wir doch glorreiche Krabben, wenn wir direkt nehmen. Die Leiter. Sieht einer schon die Meerjungfrau? Ja. Nein. Hä? Der taucht wieder auf. Ja, das ist aber ein Bug. Das ist ein Bug, weil das da so flach ist wahrscheinlich. Das ja. Ist jetzt weg. Ja, das ist eine Meerjungfrau. Direkt davor, wo das Schiff runtergegangen ist. Seht ihr das? Ja. Das heißt, er ist noch hier. Lümmel. Ich habe ihn getroffen. Ich will jetzt hier auch keine 3 Stunden rumgondeln, ey. Können auch wieder andere kommen. Wenn er noch da ist, ihr habt doch eine Schrot. Ja, aber. Hammer. Hammer. Ja, ohne Watte hin auf der Insel und ich fahre einfach weiter. Was soll der passieren? Ja, ja, pass auf, ich mache jetzt auch hier. Ich ziehe mich jetzt in Richtung Insel. Schieß mal rüber. Ja, können wir ja machen. Wir spawnen ja eh am Schiff. Kann ja eh nichts passieren, hat er recht. Ja, der muss dann ja auf sein. Auf seinem Schiff landen. Ja. Stimmt. Schlecht wäre nur, wenn er jetzt unterwegs zu dir wäre. Wenn wir beide hier sind. Ja, der Stefan fährt ja. Ja, das ist natürlich auch schlecht. Man kann sich das ja ausmalen, welche Richtung der dann. Mal gucken. Wo ist denn die Meer. Ach, die Meerjungfrau ist jetzt unten. War denn die denn? Also ich sehe keine Quanne. Die Meerjungfrau war links neben dem Steg von denen. Nee, hier ist keine. Also doch, warte mal. Oder ist das unsere jetzt? Ja, unsere leuchtet grün. Von denen, die hat keinen. Ja, und die eine hat gerade geleuchtet. Also hier ist noch eine. Ja, wenn die leuchtet, ist unsere. Wenn nicht, nicht. Nee, aber die leuchten ist jetzt auch weg. Ist wahrscheinlich, weil das Schiff... Ja. Ja, nee, Timo, siehst du das? Hier ist noch eine Meerjungfrau. Ja. Aber das ist nicht unsere. Die nicht leuchtet, ja. Das ist von dem die. Ja komm, dann bleiben wir zwei jetzt zusammen, dann haben wir mehr Firepower. Also bloß jetzt nicht trennen. Wo bist du? Ich lauf dir hinterher. Los komm, dann geh die suchen. Ich lauf dir hinterher. Auf der Insel suchen. Die haben sich irgendwo versteckt. Ich sehe dich schon wieder nicht. Ah. Die haben sich irgendwo versteckt, Junge, glaube ich mir. Irgendwo hier im Gebüsch hocken die da. Halt. Aber die halten dann aber echt schöne Chatstille. Ich höre nämlich gar nichts. Alter. Könnten wir, aber die Scheißinsel ist auch noch groß. Scheiße, ne? Ja. Nee, Kneipe hast du gecheckt? Ja, guck mal, wo die sind, du. Ja, Hammer, ey. Ja, ich weiß. Ich guck. Ja, aber da haben die sich aber echt übel versteckt jetzt hier, doch. Die würden doch jetzt ins Zweikampf. Ich war bei der. Nee, Stefan, komm mal Richtung zum Steg wieder. Ja,
Oder hier, ja, oder... Du weißt ja, hier ist doch diese vergitterte Bucht, wo das Wrack liegt, wo die zwei... Ja, ich glaube, da komme ich mal von der falschen Seite jetzt. Ich guck. Ja, ist egal, fahr einfach rum und dann hinter den Laternen und... Ei, da, da wäre optimal. Bei der Schädelalten ist keiner in der Ecke, da habe ich gerade geguckt, da verstecken die sich am liebsten. Ja, aber der Laternen-Heini hängt hier immer noch im Wald. Ja, das ist merkwürdig, ne? Aber es kann aber auch unserer sein, dass das ein Bug ist jetzt. Ne, da kommt der Stefan wieder. Also hier an dem Steg noch vorbeifahren und direkt hinter der Steganlage rechts. Also vor dem Felsen. Hinter der ganzen Steganlage rechts rein, das wäre cool. Weißt du was, ich gehe mal gucken, ob die im Wasser sind, Junge. Da ist die Meerjungfrau, weil das kann ja auch sein, dass die im Wasser rum... Ja, die Meerjungfrau ist auf jeden Fall hier. Das ist den ihre. Ich jetzt am... Stefan ist ja mit dem Schiff direkt bei mir, ja. Ich würde jetzt hier keine Meerjungfrau zu sehen kriegen. Ich könnte wetten, dass die sich hier unter der Steganlage irgendwo versteckt. Aber soll ich jetzt ankern hier, ja? Ja, ich warte. Ja, ja, ja. Da hast du Segel alle eingehoben. Ja. Ich komme an Bord. Ich stelle mich hier auf das Schiff. Also ich suche ja gerade die ganzen Steganlagen ab. Aber ich seh nichts. Ist echt makaber, dass diese Meerjungfrau noch da ist. Ja. Oh, geht ja an die Kanone. Der sollte den Anker ziehen, der Idiot. Halt. So. Also im Wasser sehe ich nichts. Ja, lass uns doch probieren, ist doch egal. Müssen wir doch eh. Ja. Also ich bleib aber am Schiff. Das ach, da hinten die Meerjungfrau ist jetzt gerade weg. Ist weg? Ja. Na, lass das schnell verkaufen. Nehmen wir erstmal die teuren Sachen am besten auch, ne? So läuft das. Boah, 3500 die Kiste, Junge. Very nice. Ich sag, die Meerjungfrau ist weg. Mein oh, Gott, was sind wir? Langsam sind wir doch eine gute Mannschaft. Ehrlich. Ja. Machen an sich alles richtig. Hm. Ja, ist ja auch nicht mehr so viel Hektik. Genau. Man kennt sich aus. Holzauge, sei wachsam. Goldsammler. Schön, war gerade richtig spannend, Junge. 2100 für die Festungsbrühe. Ach, das, die muss ich, glaube ich, hier, die, was ist denn das eigentlich? Kiste mit dem alten Knochenstaub, die kriegt wahrscheinlich Handels. Handels, ja. Boah, 3900 gibt die. Jo. Junge, 4000 für die Knochenstaubkiste. Sehr schön. Was machen die denn aus dem alten Skelett? Staub, Staub, Knochen, Staubsachen. Tja. Wenn das so viel kosten tut. Schminke. Laufen die Crabs. Mm-hmm.
Sehr schön. Boah, wieder 3,5. Das Zeug, ja. Sag, dieses Festungspulver, Festungsknochen. Ja. Dollars, ey, das ist. Hammer, ja. Ja. So, war das alles? Nee, da sind noch, da sind noch Silberkästchen. Sind. Okay. Vor allen Dingen. Das ist echt, also ich, wir können echt erstmal nur noch Festungen machen, weißt du, da kriegst du ja. Bei allen Fraktionen, kriegst du das Ansehen. Ach, beim Seelenorden, beim Goldsammler, beim Handelsfunktion, überall schießt das Ansehen nach oben noch. Ich hab fast 100.000. Das hättest du besser nicht so laut gesagt, Freundchen. Wird jetzt erstmal gespart, bis ich 200.000 habe, dann geht eigentlich drauf. Jetzt wissen wir genau, wo dein Kassenstand. Ja, aber ich sag mir, ich komm einfach nicht an diese Scheiß. Wir brauchen ja diese scheiß Rubine und das, also ich. Richtig. Möchte auch gerne das Krabbenschiff absolut komplett haben. Dann können wir das nächste Schiff sammeln. Ja. Nicht mal alles haben. Alles. Wir wollen alles. Natürlich. Wir sind Pirat. Wir sind Krabs. Der Krabs ist süchtig und gierig. Ja. Ich hätte mich SpongeBob nennen sollen. Ich hab noch feinsten Zucker. Was ist das? Eine ganze Kiste mit feinsten Zucker habe ich noch. Ja, guck mal, ob nicht noch Kästchen da liegen. Nee, so nee. Kleine Schatullen. Nee, hab ich schon gekauft. Na gut, dann wird der Zucker noch verhökert. Nee, ne? Hat 153 für den Zucker nur, das ist aber gemein. Jo, aber ich habe gestern fast kein Geld mehr gehabt, weil. So. 31.500. Handelsbund 30. Ja, und so. Vor allem, das ist das Geile dabei, dass wir in allen drei Orden hochgehen. Ja, klar. Dabei, ohne, dass wir Einzelmissionen für die machen müssen. Krass, ne? Ja. Ja. Du hast von vornherein mal gewusst. Ich muss mich aber erstmal um das spätere Futter für die Hühner kümmern. Ja, ich...